Yo, yo, was gescheit? Was geht? Oh, weiter geht die Action mit Mafia 3. Let's go! Gold, Gold, Gold. Was ist denn eigentlich da drüben los? Was machen denn die hier? Was ist denn mit denen? Warum hängen die da rum? Haben die hier schöne Beerdigung am Laufen oder? Da hast du wohl recht. Oha. Oha. Nein. Mann. Ja, das gescheit, das gescheit, wie es gescheit. So, dreh ich mal rum. Bam. Leg dich schlafen, Bruder. So. Ah ja, da oben. Zack. Munition noch fett am Mann. So. Willst du mir Nachschub rüberschicken zum French Ward? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Das war das mal Gewehre? Nee, das muss hier doch gewesen sein, oder? Ja. Gratis ausrüsten. Und da habe ich halt nämlich auch schon die Gaudi hier voll, ne? Hat er jetzt Munition gekauft? Eigentlich schon, ne? Ja, Munition ist fett gekauft. Ich glaube, wenn ich jetzt halt hier peng durch die Gegend ballere, mir dann den... Ja, ich melde mich. Mir dann wieder den Waffenlieferant holen lass. Und ich dann einfach eine Waffe durchmix, ne? Dann glaube ich, dass die Waffen wieder automatisch aufgefüllt sind, ohne dass ich Munition kaufe. Ja, ich fahre mit Absicht geradeaus weiter, weil... Mann, ernsthaft? Ich will jetzt einmal ein anderes Auto. So eine Straßenkarre halt, ne? Es ist eine coole Karre, ne? Finde ich. Es gefällt mir. Und jetzt sind da schon wieder so viele drin, ne? Da hinten. Da waren schon wieder so endlos viele. Ist ein cooles Auto. Ist halt echt wie ein Cadillac, ne? Wow.
Weil ich denke halt, das Spiel ist fast vorbei, ne? Ja, da bringt der Rumgehupe auch nichts. Ich mache trotzdem, was ich will. Und wenn ich mal hier guck. Ja, aber ich glaube, ich kann ja trotzdem schon Autos rippen. Ah, doch, er muss trotzdem noch knacken, ne? Das Auto sieht auch mal wesentlich schicker aus von der Farbe her, ne? Als das da hinten. So, let's go. Dann schauen wir jetzt mal, was da abgeht. Ich finde es auch mega schade, dass ich das Auto zum Beispiel nicht freischalten kann. Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im Frenchmord eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Macaro ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn es ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man braucht. Nur an der Ecke, Pornos, und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Wenn sie mit ihrer Todesmission fertig sind, sollten wir uns unterhalten. Sie können mir dann ihre Geschichte erzählen. Mhm. Ich möchte wirklich herausfinden, was sie über Onkel Lou wissen. Er ist wie der knuddelige Ganove von nebenan, den jeder liebt. Nach allem, was man hört, mögen die Leute Handsome Harry. Die Kunden, die Mädchen. Liegt wohl an seiner moralischen Flexibilität. Kaum zu glauben, dass Handsome Harry die Prostitution im French Ward kontrollieren konnte, ohne dass ihm jemand in die Quere gekommen ist. Mein Gott. Nach der Geschichte in der Innenstadt war ich überrascht, dass Marcanos Organisation sie nicht schon aufgefressen und wieder ausgespuckt hat. Sauber. Ja, es ist einfach schick, das Auto, ne? Mega geil. So, ja, da ist ja ordentlich was los. Aber hallo. Was haben wir hier? Naja, gut. Ach, da hat man schon einen, ne? Es sieht richtig aus wie ein Cadillac, ne? Original fast. Oh, der hat auch eine coole Innenverkleidung, aber... Ja, ja, das ist wieder so ein Leck-Ding. Was hat er mit der Waffe vor? Gut. Spinne ich oder ist das eine Knarre? Na, das ist nix. Bleib cool. Gut. Wo ist der Typ hin? Hey Kumpel, hast du das gehört? Sauber. Oh Gott, lauf, geht den Bach runter. Sauber. Lauf, lauf weg. Das hat sich da schon geschehen, ne? Bitte nicht töten. Bitte, bitte. Mein Gott. Laber doch nicht. Schau und schau, ist Ruhe. Okay.
Medizin brauche ich nicht, läuft besser im Moment. Ah, total freundlich, die Frau, hä? Schön Hallo gesagt, ne? Was hast denn du vor, Kollege, hä? So. Optimal. Den einen hat es auf jeden Fall schon mal. Weg geht der Lad. Gut. Dann geht's einmal. Komm, Mann, ey. Was ist denn? Willst du wieder predigen mit mir oder was? Ja, das Auto ist cool. Ich finde es mega geil. Ich finde es so schade, dass man das Auto nicht freischalten kann und aufmotzen kann. Auch die Innenverkleidung sieht bei dem Auto ganz cool aus. Ich habe Alvarez aus der Stadt geschafft. Gut. Er meinte, du hast ihm das Leben gerettet. Na, ich habe ihn nur von Marcanos Leuten weggeholt. Dem Herrn sei Dank. Ich will ihn noch was fragen. Weißt du eigentlich, wie Sal Marcano es geschafft hat, diese Stadt unter seine Knute zu bringen? Hat mit seinen Brüdern ein paar Typen gekillt und den Laden übernommen. Er hat seinen eigenen Vater verraten, Lincoln. Hat zugesehen, wie er verreckt ist. Und dann hat er alle umgelegt, die ihm im Weg waren. Reihenweise hat er Leute abgeschlachtet. Und jeder, den er irgendwie für gefährlich hielt, musste dran glauben. Woher wissen Sie das? Von anderen Priestern. Das Beichtgeheimnis ist nicht jedem heilig. Ich bin nicht blöd, Lincoln. Du bist ein Verbrecher. Sammy war ein Verbrecher. Da mache ich mir schon lange nichts mehr vor. Brauchst du nicht zu glauben. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob einer ein Krimineller ist oder ein Sal Marcano. Ich bin kein Sal Marcano. Das sagst du jetzt vielleicht. Aber was ist, wenn das hier vorbei ist? Wenn dir niemand mehr im Weg steht? Weiß ich noch nicht. Du bist ein guter Kerl, Lincoln. Ich weiß, das klingt komisch angesichts all dessen, was du auf dem Karpolz hast, aber es ist so. Du hast das Zeug zum anständigen Menschen, ich habe es gesehen. Doch die Entscheidung, wohin dein Weg geht, liegt bei dir. Du hast die Wahl, ob du dich von all dem blenden und verführen und verschlingen lassen willst. Ob du zu dem werden willst, was du eigentlich hast. Ja, also von meiner Waffe bin ich eigentlich begeistert, ne? Die ist gerade voll das Gespräch gehabt mit dem Prediger und ich rede hier von der Waffe. Ja, die ist gut, ne? Also kann man echt lassen. So. Gut, 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 gut. Peng, 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 oder? Ja. Und dann, was ist denn das da? Remy de Waal. Ja. Dann hätte ich gesagt gehabt, dann kriegt's auch schon Remy de Waal. Was ist das da? Das habe ich ja soweit fertig. Da gehe ich auf dem Weg jetzt noch vorbei. Sobald ich das halt kann, ne? Nices Auto, ich muss immer wieder sagen, ich finde es brutal nice. Alles klärchen. Es wird geklärt. Vorsicht, Platz da.
wo das schon wieder ist, ne? Mein Gott! Haben wir es jetzt da oben oder was? War es das jetzt eigentlich auch schon mit den Gegnern? Ja, ich glaube ja, ne? Das tut mal nix. Dir hilft keiner mehr. Das kannst du verrubbeln. Das kannst du eiskalt hier jetzt mal verrubbeln. So, geh mal her. Cool. Halt. Ja, warte. Hier noch irgendwas einstecken. So, und Edzard, geh mal her. Zack. Das Plauhaus. Wie komme ich an Harry ran? Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Hm. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Du arbeitest jetzt für Arbeitet für mich. Bam. Aber die Goschen kriegt er trotzdem voll, ne? Ja, bei 4000 Dollar, ne, da bin ich halt einfach gierig, ne? Geh halt dran vorbei, mein Gott. So. Gut. Das ist wieder ganz schön viel, ne? Er fährt halt ziemlich langsam, das Auto, ne? Ey, und ich bin komplett falsch gefahren. Wahnsinn schon wieder. Das ist was Dummes. Das heißt, egal, der neben mir ist schneller wie ich. Mehr oder weniger, ne? Let's go. Na komm, hier ist jemand, der es mit dir aufnehmen kann. Nix rufst du an. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Seite. Ich brauche eine Nachschublieferung im French Ward. Komme schon, nur einen Augenblick. So, und jetzt probiere ich das doch einmal aus. Alles, was du
siehst. Danke fürs Herkommen. Und zwar. Bup. Gratis. Zack. Munition voll. Jawoll. Oh, die hat gesessen. Die war ja mega krass. Ja, nimm's halt einfach. Gott. Mhm, glaube ich Geld. Wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar ordentlich Cash. Okay, klar, immer derselbe Stress halt mit diesen Billys. So. Jetzt ist das auf der anderen Seite, okay. Locker weggedöllert. Gut, das läuft doch. Das läuft doch. Da gehe ich mal direkt hier hin, weil dann gehe ich zuerst zum Kasten. Ja, wenn es halt nicht so langsam wäre, die Karre, ne? Da wäre schon echt cool. Oder wenn man aufmotzen könnte, personalisieren. Ne? Hm, da ist nur einiges los, ne? Das war hier gleich der Stromkasten, jawohl. Zack. Also sagt sie, ganz sexy. Wenn du noch keinen Arschpudding probiert hast, was könnte wie lecker Pudding sein kann. Alles klärchen. Wenn ich es dir sage, ja, alles es juckt recht. Ziemlich schlimm. Es juckt sagen, ziemlich schlimm. Oh wow. Ist dein frei? Ach so, bitte, verdammt. Ja, ich verpiss mich. Doch was schießt der da? Verflixt doch mal. Hab dich, du Arschloch. Mein Gott. Soll der mich gleich wieder getroffen hat, ey. Ja, komm, probier mal. Gott, bitte. Ja, hast dein Fett abgekriegt, oder? Ja? Ja, das ist doch auch schon mal wieder das... Ach, geh halt dran vorbei. Sehr gut gelaufen, ne? Mhm. Ja, Kohle, so wie es ausschaut. Energie bräuchte ich ja jetzt dummerweise auch wieder. Weil die waren ja recht aggressiv. Also recht aggressiv, ne? Da muss man schon was sagen. Was machen die da für Schweinereien hier? Was ist denn hier los? So, das war's. Halt.
brauche eine Lieferung raus zum French Wall. Bin gleich da. Das ist irgendwie alles so klein, Kamir. Sind doch nur ein paar Kinder, die zur Schule gehen wollen. Brauchst du ja denn? Natürlich brauche ich irgendwas. Zack. Und Munition wird auch voll, oder? Ja. Halt. Dahinter. Gut, dass ich die nicht geheiratet habe. Die Frau ist ganz mies drauf. So. Was ist das da alles? Die versauten VIPs, na, auf jeden Fall. Okay. Zack, weghaut. Zack. Ebenfalls weghaut. Geh halt da hoch. Zack! Wegkaut! Da ist noch scheinbar irgendwo ein Pritschenbild, aber das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Natürlich. Gut. Da haben wir wieder das Britschenbild, ja, ganz wichtig. Ohne Britschenbild geht die Welt nicht voneinander. Pass auf. Willst dich wenigstens entschuldigen. Hast du das gesagt? Da, hier hast du eine Entschuldigung. Zack. Ja, ist okay. Bisschen rücksichtsvoller, verstehe ich. War da nicht gerade Zeug drin? Nee, gell? Ja, hier, ne? So, okay. Zack, reinkaut. Wo du deine Pfoten hast. Hey. Oh, wow, 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 wow. Was hat denn der mit der da gemacht, hä? Der Fettige. Oh, der hat mich voll erwischt. Ich brech dir hier. Ich zieh den Kopf ein. Mein Hund wird dein Kadaver lieben. Was ist denn das für einer? Bang, bang. So ist geschehen, Clown. So ist es geschehen. War ja Clown, ne?
Britschenbildschirm, wird er natürlich. Hier gibt's natürlich Britschenbilder. Was für eine Frage. Aber Kohle interessiert mich ja noch viel mehr und da muss schon wieder irgendein Britschenbild geben. Stell dich mir ein Mann, du Wichser! Ja, hier. Hast du es jetzt gesehen, ja? Nichts Ernstes. Ey, da muss es irgendwie noch einen Keller geben oder sowas. Moment einmal. Ja, hier, da haben wir's. So, Moment einmal. Da war nur einiges. Na. Also auf jeden Fall auf der Etage. Noch einmal. Ach, kein Britschenbild. Wow. Mal kein Britschenbild, okay. Aber Kohle, das ist wichtig. Ne? 16.000 schon wieder. So. Ja, das muss alles unten sein. Unter anderem auch wieder Geld. Also muss ich sagen, die Waffe, die ist echt gut, ne? Ich kann mich kaum bewegen, Schatz. Ja, auf jeden Fall helfe ich dir, klar. Erst gar nichts sagen brauchen, natürlich helfe ich dir. So. Jetzt geht's da mal weiter. Da haben wir auch noch was. Weste. Das läuft hier richtig gut. Jetzt habe ich, glaube ich, alles leer geräumt, oder? Jetzt dürfte hier auch echt nichts mehr sein, ne? Wolltest du irgendwas sagen, Kollege? Ja, komm, fertig. Jetzt sind doch noch die Türen abgerissen. Mann. Das Auto ist ja total fertig. Was ist denn da passiert? Ich will mir eine neue Karre ins French Ward. Nee, kann ich nicht machen, Junge. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Hallo, der will wohl, dass ich einen Herzanfall... Locker. So, Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen.